Ich warte vorm Klo, die Schlange ist lang. Bitte lasst mich durch, ich bin der erste schwangere Mann. Chili-Schoten-Fegefeuer, oh, ich hör mich dann wie Grönemeyer, oh. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hausflipper, Alter. Wir waren jetzt mal wieder einen Monat nicht am Start, aber jetzt sind wir wieder back in the building. Und ja, was soll ich sagen? Es war mal wieder an der Zeit, hier vorbeizuschauen. Das letzte Mal haben wir uns ja ein Haus gekauft. Und jetzt gucken wir mal, ob wir den Lachs auch verkaufen können, Alter. Übrigens haben wir jetzt hier auch bei uns zu Hause mal das schöne Bild vom Kalle Kuschinski aufgehangen. Ich dachte, im Büro ist das mal gar nicht mal so schlecht, wenn der Kunde reinkommt, gleich den Kalle Kuschinski sieht, der natürlich mit all seiner Pracht auch immer dafür sorgen kann, damit die Fabrollen löppen, Alter. Weißt du, wie ich meine? Sag mal, Udo, was würdest du denn davon halten, wenn wir davon Merch rausbringen, Alter? So schöne T-Shirts oder so. Super, Blatt! Siehste, er findet es auch geil. So, ich muss mal auf den Läppi-Schläppi gucken, was jetzt hier eigentlich Phase ist. Oh, die haben das Mail-System geändert. Was ist hier denn passiert? Gucken wir mal. Achso, wir haben wieder eine Elsa König. Das haben wir doch schon mal gemacht. Oh, hier gibt es sogar ein Archiv. Was, wir haben bei Robert nicht alles fertig gemacht? Was, 78% beim Waldemar? 75% beim Jens? Was haben wir denn hier gemacht, Alter? Ich glaube, da muss es einfach mal zwischendurch auch schneller gehen. Weißt du, was ich meine? Wo ist denn, was ist denn mit meinem Haus? Kann ich nochmal zu meinem Haus? Gönn, geh zu verlassenes Haus. Geh zu auf... Was? Vorgarten des Zahnarztes? Hä? Wieso bin ich jetzt wieder hier? Hä? Ich hab den damals nicht beendet, Alter! Was? Ich hab den einfach nicht beendet. Wisst ihr noch? Der Garten, den wir gepimpt haben. Hier schön mit, Dings, ne? Schön mit, wo ich gesagt habe, hier kann man auf den Stepper. Mit dem Ass und so. Dass man hier sitzt und die Leute gucken einen auf den Ass, wenn man am Steppen ist. Hier haben wir YouTube-Videos von Kalle geguckt. Sag mal, habe ich jetzt komplett mir eine Rüstung gekippt? Was ist hier los? Ja, gib mal her den Lachs da, die 2000 Flocken. Oh, wir können jetzt wieder besser Sachen machen. Unnormal. Wir machen mal wieder die Anforderungen ein bisschen runter. Ja, damit wir da auch tatsächlich bessere Aufträge bekommen. Oh, hier ist eine Fabrolle, Alter. Unnormal. Naja, jedenfalls wollen wir heute mal das Haus verkaufen und gucken, ob wir vielleicht nochmal ein neues aufmöbeln. Denn ich bin Kato de Kalle Kuschinski. Und ich pimp dein Haus, Alter. Yo, du wärst gern ein Player. Doch bei dir sieht's kacke aus. Der Kalle kommt näher. Der Junge pimpt dein Haus. Damn right. Hallo! So, ich bin jetzt mal zum verlassenen Haus gegangen. Wir können den jetzt theoretisch auch schon verkaufen. Wir können den Garten jetzt auch noch irgendwie aufmöbeln. Alter, das ist so eine Leitung, die da so runterhängt, ey. Unnormal. Wenn ich da jetzt mit dem Schnipper-Schnippi mache, Alter, dann ist er aber auch vorbei, oder? Dann gibt's aber einen Psst und dann ist vorbei, Junge. Ich kann hier quasi mit der Hand einmal durchwischen, sozusagen, ne? Ich weiß halt nicht, ob das den Wert des Hauses steigert, aber ich finde es schöner. Alter, wir haben jetzt ein bisschen den Garten aufgemöbelt und haben direkt wieder einen neuen Fertigkeitspunkt bekommen. Ey, unnormal. Sichtbare hohe Rasen auf der Minikarte. Aha. Ja, gönn. Gönn! Aber der Rasen ist doch auch nicht schön hier. Jetzt mal hier ohne Flachs. Die Frage ist, sollen wir jetzt hier da im Garten noch was machen? Weil das steht jetzt ja nicht in der Beschreibung. Versteigere das Haus. Reiche einen Garten zum Wettbewerb ein. Zum Wettbewerb einreichen? LOL! Wir können Wettbewerb machen! Gartenwettbewerb! Oh, nochmal! Wir können jetzt hier theoretisch einen Gartenwettbewerb machen, Alter. Das werden wir auf jeden Fall tun. Das ist ja unnormal. Wir können einen amerikanischen, einen traditionellen, einen englischen und einen modernen Garten bauen. Es wird oft als ein anderer Raum mit komfortablen Möbeln und eleganten geometrischen Formen behandelt. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich fühle mich mal wieder berufen, hier in diesem Garten mal wieder so richtig Hand anzulegen, Alter. Ich glaube, wir basteln jetzt mal einen schönen modernen Garten. Gönn. Oh nein, ich hab's falsch gemacht. Scheiße. Erneute Teilnahme. In 10 Minuten kann ich wieder am Wettbewerb teilnehmen. Das heißt, wir können jetzt wir müssen uns umziehen, Alter. Wir brauchen unser Garten, unsere Gartenausrüstung. Jetzt müssen wir uns aber hier mal ein bisschen ranhalten, Alter. Oh, guck mal, mein Bauch ist durchsichtig, Alter. So, schön hier die Gartenhandschuhe nicht vergessen. Ah. Ah. Und jetzt geht's wieder los. Was braucht denn so ein Garten, ne? Wir müssen hier mit unserem ersten Haus so richtig Eindruck schinden, würde ich sagen. Und hier sehe ich eine sehr, sehr grüne Fläche, die prädestiniert dafür ist, dass wir hier auf jeden Fall einen Pool hinpacken. Ich will als erstes einen Pool. Gönn Pool. Gönn! Zubehör? Nee.
Spielplatz? Nee. Schaukel? Nee. So, großes Schwimmbad. Oder was ist das? Schwimmen? Boah, das kostet 10.000. Hä? Scheiße. Nee. Warum ist denn das so? Gut, jetzt haben wir diesen scheiß Pool hier, ne? Der sieht ein bisschen kacke aus. Ich hab gedacht, der ist so im Boden drinne. Das ist ja irgendwie ein Jacuzzi, Alter. Mit Blubber, Blubber, Bubber, Alter. Ich den Baum abreißen? Axt ist noch nicht verfügbar. Aha. Hier sind auch noch einige Sachen gesperrt, ne? Jetzt sind wir natürlich echt so ein bisschen in der Krise, was so Geld angeht. Aber was ich auf jeden Fall machen will, ich will den Boden hier neu verlegen, Alter. Oh, Borke. Borke ist billig und Borke ist schön. Können hier alles mit roter Borke auslegen. Gönn. Wir machen jetzt hier alles voller Borke. Da muss man natürlich hier gerade am Rand, muss man sehr, sehr genau arbeiten. Weil sonst wird das nicht, ne? Aber es sieht jetzt schon 30 Milliarden mal besser aus, ne? Das geht natürlich auch so ein bisschen ins Geld, wie man hier sieht. Also, ja, das ist wie wenn du an der Zapfsäule da schön auftankst. Das Geld geht runter. Diese hohe Rasenscheiße. Und ich habe offensichtlich keinen Rasen mehr, oder? Habe ich einen Rasen mehr? Vielleicht kriege ich noch einen. Ich kriege bestimmt noch einen mit der Zeit, so, ne? Na, 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 na. Na, 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 na. Fepp, fepp, fepp. Also jetzt geht's langsam doch ein bisschen ins Geld. Wir haben schon fast schon, wir haben schon 1000 Euro für Kies verbraten, Alter. Das sieht ein bisschen aus wie ein Tennisplatz jetzt, ne? Vielleicht können wir das sogar hier hinkriegen, dass wir hier so ein bisschen Tennis machen, Alter. So schön. Das hätte doch was. So. Ja, jetzt haben wir hier auf jeden Fall gut was verlegt. Ich würde das jetzt hier erstmal lassen. Vielleicht können wir da noch was anderes hinmachen. Oder es sieht doch gar nicht mal so scheiße aus. Was kann man denn jetzt hier noch reintun? Ich hätte hier gerne so eine Liegebeto. Oh, hier. Im Birkestyle. Ist das was? Ist das was oder was? Guck mal, da kann man sich hier schön dann noch hinlegen. Drei liegen, Alter. Oh, nee, die müssen wir ein bisschen weiter weg. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das ist bündig. Das ist bündig. So, dann kriegen die natürlich... Oh, das sieht doch schon mal einladend aus. Kleines Detail fehlt natürlich noch. Einen für dich, einen für dich. So, jetzt hat hier jeder natürlich noch seine Fab-Rolle. Ist doch ganz klar. Also, so ein Garten ist kein Garten ohne ordentlichen Grill, würde ich sagen, ne? Pizzaofen? Ja. Gönn Pizzaofen. Hier, direkt daneben. Da kann man noch schön einen brutzeln. Auch hier geht es natürlich wieder darum, Freeletics, Alter. Mit Barren. Mit Turnbank, Alter. Reckstange. Turnseil finde ich auch okay. Packen wir mal hier nochmal daneben. Wie auch immer man damit turnen soll. Guck mal, hier gibt es noch Turnleiter. Stationäre Reckstange in den S. Gönn Reck. Ach, hier, guck mal, so ein Laufgerät. Das heißt, wir haben jetzt hier theoretisch unsere ganze Workout-Station. Und dann machen wir noch Folgendes. Jetzt kaufen wir noch Gartenmöbel. Puff. Puff? Nee, so Puff will ich nicht. So. Und so kann man immer schön zugucken, wenn hier einer gerade am Workouten ist, ne, und sich dann ein bisschen erholt. Da brauchen wir noch eine Attraktion hier in der Mitte. Die kommt dann hier vor. Und so hat man es hier auf jeden Fall immer gemütlich. Die Leute können Workouten, haben es auch immer schön warm. Was ich als Kind immer haben wollte, war so eine scheiß Reifenschaukel, Alter. Gönn Reifenschaukel? Montieren? Die muss man auch montieren? Oh ja. Oh ja. Ja, ja, also, jetzt wisst ihr, wie man eine Gartenschaukel montiert. Was, wenn ich jetzt hier rauskomme, dann sehe ich jetzt als erstes die Gartenschaukel. Sieht noch so ein bisschen leer aus, ne? Es muss noch ein bisschen ballern, Alter. Ach, guck mal, wir können hier das krasse Zelt hinstellen. Und dann stellen wir auch den Grill da runter. Pass mal auf. Jetzt habe ich einen kreativen Schub. So, hier sind nämlich schön drei Wasserfälle. Und dann machen wir noch Folgendes. Pass mal auf. Guck mal. Jetzt haben wir so einen krassen Wegstein noch hingelegt. So, jetzt kann ich hier so hinlaufen. Der muss sich noch ein bisschen drehen. Da gibt es auf jeden Fall noch mal einen richtig schönen Tisch. Ja. Und dann noch ein paar Stühle dazu. Und dann lebt der Lachs, Alter. Würde ich sagen, ne? Hier schön drei Kühlschränke auf der linken Seite. Ordentlich Bier, da ist schön die Wasserfassade hinten. Ist jetzt alles nicht so super symmetrisch, aber mein Gott. Ich würde jetzt mal abgeben. Das beste Ergebnis war eben mit nichts. Und jetzt haben wir natürlich ordentlich was gemacht. Wir haben Birke verlegt. Wir haben übelst teuren Kack... Pool gekauft, Alter. Und jetzt würde ich gerne komplett rasieren. Ausstattung! 5 Sterne! Aber keine Pflanzen? Aber es stand doch, dass keine Pflanzen dabei sein sollen. Jetzt haben wir einen Gartenwettbewerb gemacht. Ich habe das Haus gekauft für 31.000 Flocken. Grundstück ist fast 1 Quadratkilometer, also 900 Quadratmeter. Unnormal belohnt für den Preis, by the way. Ich habe 1 Stunde und 22 Minuten in das Haus investiert, Alter. So, jetzt zeig mal, was du kannst. Die Versteigerung läuft. Winner für 40.000. Dolan Trusk hat jetzt hier gewonnen, Alter. Für 40.600. Dolan Trusk, herzlichen Glückwunsch.
zu der unnormal belohnenden Bude. Beim nächsten Mal würde ich sagen, schauen wir mal, ob wir ein besseres Grundstück bekommen. Vielleicht brauchen wir noch ein bisschen Cash, das weiß ich nicht. Gucken wir mal beim nächsten Mal rein. Abonniert gerne den Kanal. Alter, das habe ich lange nicht gesagt. Ihr müsst hier mal rein abonnieren. Dann bin ich ja immer Glocke, ne? Klingelingeling, Alter. Weißt du, wie ich meine? So, Tschüssikowski. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.